Und du kommst zu deinem Videodreh und zunächst mal wird die Wolle hinter die Lauscher gelegt. Weil du mit deinem gekreisten Mittelspin ja ohne den Moves aber kaum was verstehst. Ja, ich bestelle alles zweimal, damit du auch was zum Spachteln hast. Bei dir lege die stets direkt auf, weil in der Zentrale halt keiner Puzzle kann. Ich schieß mir mit dem Flow selber ins Bein, womit sowas kannst du noch nicht sagen, verdammt. Bei deinem Flow wollte ich mir die Kugel geben. Fuck, grad baut danach und du wolltest den Beat picken, auf den der Flow nicht so leicht ist. Doch hast du verkackt, mein Kleiner. Wobei wär auch gerne Double-Timer, bleibt aber leider nur Pappenheimer. Und Wumbel tut in dem Battle so, als wär ich ein leichter Gegner, während er mehr verzeiht als in der gesamten Style-Arena. Ich zerstöre, mich vernichte, mich empöre, mich zerficke, deine Existenz beenden mit paar Stichen in die Rippen. Wow, das werde ich tun. Ich baller meine Lines in den Takt wie ein Specht, fand ich eigentlich treffend. Was ist bei deinem Auto passiert? Hat dich ein Autounfall gechallenged? Double Pfand, du Wortspielkönig, hammer die Bar. Du bist der Engel auf der anderen Schulter, der sagt, bring die Transmit nochmal. Performst die ganze Zeit nach unten mit Buckel, du kannst dir die Scheiße nicht gerade stehen. Dabei filmst du doch dauernd so komische Säulen, die dir zeigen, wie das halt richtig geht. Gibst ein paar Arzt den gleichen Shit, nur in anderer Form ab. Und wenn dich mal einer fragt, war das halt eine Hommage an Konrad den Bombard. Und Wumbel tut in dem Battle so, als wär ich ein leichter Gegner, während er mehr verzeiht als in der gesamten Style-Arena. Mich zerstöre, mich vernichte, mich empöre, mich zerficke, deine Existenz beenden mit paar Stichen in die Rippen. Wow, das werd ich tun. You need to stop being such a cunt.